Portion sehr gut wählen, 200 Milligramm am Tag, nicht mehr, weil 200 Milligramm pro Tag zu viel sind. Ich nehme in der Früh 100 Milligramm Sirupwell und das reicht vollkommen aus, ohne Nebenwirkung. Aber insgesamt 200 bis 300, 200 Milligramm ist mir zu viel und muss 3 bis 4 Stunden schlafen. Weder bei zu wenig Schlaf noch Schlaf. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren. Auf der Verpackung steht drauf, dass man Autofahren meiden soll. Und das heißt, dass man beim Gehen nicht, also Gehen am Straßenverkehr aufpassen soll. Wegen meiner Behinderung ist das Gehen schwieriger. Neurotox muss ich nehmen, wegen meiner Anfälle, aber diese machen nichts aus. Die Ärzte sollen mich in Ruhe lassen, mit Tabletten ruhig zu halten. Sie haben alle Nebenwirkungen, als es hilft. Sogar auf meine Sexualität. Meine Oma zwingt mich, also zwingt mir an, alle Tabletten einzunehmen und sie hat keine Ahnung, wie mir es dreckig geht. Weil das darf ich nur 2 Stunden in meiner Tagesgruppe schlafen. Die Betreuerin kennt sich mit den Nebenwirkungen nicht aus. Ich bin mit 2 Stunden Schlaf immer sturzgefährdet. Weil die Tabletten noch stärker wirken. Ich muss auch wegen was anderes in der Gruppe noch streng einhalten. Und letztes Mal musste ich wegen eines unsinnigen Verstoßes streiten. Deswegen will ich in eine sklavenfreie Gruppe gehen, wo ich meine Ruhe habe, ich kämpfe für meine Rechte und ich fühle mich in der Gruppe mit zu viel Regeln nicht wohl. Wichtig sind Freunde, Freizeit, bedingungsloses Grundeinkommen, Love und so weiter als die strenge Gruppe. Legalize! Für den mutigen Mann. Jesse, vielen Dank. Jesse, macht ein Signal für den Armen. Jesse. Ja, Mann. Aber der ist reicher als viele andere, weil der hat das, was viele andere nicht haben, nämlich Mumm. Der geht raus und sagt, er will Freiheit und seine Rechte haben. Gib Thanks, danke für die Ansprache. Hallo, ganz kurz noch ein paar Worte auch wieder von mir. Die meisten kennen mich ja eh schon. Ich möchte bitte dieses Mal darauf hinweisen, dass der Handwandertag so dieses Jahr sicher nicht zustande gekommen wäre, ohne den vielen, vielen Helfern. Wo fange ich an? Pierre, Alex, Pia, Ina, alle. Ja, ich kann die Namen nicht alle aufnennen. Jeder, der heute sich hier beteiligt hat, vielen, vielen Dank.